Nate ist immer noch mit den anderen. Spricht immer noch mit den anderen. Du findest ihn draußen. Du solltest Hallo zu ihm sagen. Werden wir tatsächlich alles auf Eisenmaske und seine renäische Freundin setzen? Ich bin mir nicht so sicher, ob mir dieser Gedanke gefällt. Nun, wenn Sif hier sie für gut befunden hat, müssen wir ihm wohl vertrauen. Hallo! Bye! Ich sollte nur einmal Hallo sagen. Vielleicht hilft man dir. Stimmt. Nate, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together. Ja, sag mir einfach, was du willst. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Was muss getan werden? Gleich kommt ein Papier raus und das rollt dann mal so eben 5 Meter weit von ihm weg. Das muss alles gemacht werden. Tut mir leid, ich hab grad zu tun. Geht auch zu dem da. Mit dem Brief überm Kopf. Ja, ja. Also ich werde jetzt Nebenmissionen machen geschickt, weil der mit mir reden soll, keinen Bock drauf hat, ja? Genau. Wir bringen dir jetzt bei, was Nebenmissionen sind. Und dass sie doch ziemlich wahrscheinlich gut sein können für... Hey. Weißer Kuchen. Nate hat uns geschickt. Er hatte gehört, dass ihr etwas Hilfe brauchen könntet. Yes! Das könnte man so sagen. Ich habe aber nicht gedacht, dass er die Eisenmaske höchstpersönlich vorbeischickt. Der ist unbeschäftigt. Ich bin unbeschäftigt. Ist das da ein Strahlauge bei dir? Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Sie ist auf unserer Seite. Sephir kann sich für sie verbürgen. Hm. Naja, wenn Sephir kein Problem mit dir hat, dann ist alles okay. Was zur Hölle? Ich heiße Dairon. Ich führe diese Unterkunft. Hm? Das ist eine Unterkunft? Wir haben alle schon unsere eigenen Betten. Wir schlafen hier nicht auf Stroh und Steinart der Erde. Die Kamesinkrähen haben eine Menge Leute, die schon an der Schwelle zum Tod stehen oder sich aus anderen Gründen nicht gut bewegen können. Dafür ist dieser Ort gedacht, um Leuten einen Platz zum Erholen zu bieten, bevor sie in den Kampf ziehen. Jeder braucht ein bisschen Ruhe und Erholung. Wer nicht auf sich achtet, kann den Strahlaugen auch nicht in Bestform gegenübertreten. Klingt logisch. Was soll man dann tun? Du musst mir helfen, Ladung reinzuholen. Ein paar Freunde von mir sind gerade auf dem Weg, sie aus unserem Versteck im Sion-Bergwerk herzuholen. Die Minen? Ist das so eine gute Idee, nachdem die Renea da gewütet haben? Das sind wertvolle Objekte, die die Leute unter Einsatz ihres Lebens erlangt haben. Wir müssen zumindest einige davon zurückbringen. Sie sollten sich inzwischen unten an der Sandinus-Schucht befinden. Stoß dort auf sie und bring die Vorräte zurück zur Unterkunft. Got it. Ihr dürft auch gerne diese Unterkunft nutzen, wenn nötig. Ich lasse euch hier umsonst schlafen. Na, Restbeschaffung. Wenn du jemanden sprichst, der ein Brief-Icon zeigt. Beginnst du eine Nebenquest, schließt du diese Nebenquest ab, erhältst du Belohnungen, also nimm so viele an, wie du willst. Du kannst in den Aktivitätsdaten einsehen. Wenn ich zu viele angenommen habe. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. We know now that not everyone is rolling over for the Renans. Ich muss heraus, bevor dieser... Solltest du nicht woanders hingehen? Ja! Willst du ihn jetzt schon wieder von mir? Noch mehr dir geben? Frage, ob er schon will. Sollte zwischen und unter der Sandinus. Nur nochmal. Geh, mach das! Wie Feuer und Wasser. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. Trag eine Maske, das hilft. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah.
When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do, and I'll do whatever it takes and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Wer hat die weh getan, Mädchen, frage ich mich gerade. Sie tut allen anderen weh. Ja, und das tut ihr weh. Genau. Ich habe euch gesehen. Sie dich auch. An opponent like this should be easy. Here I go. I'm only getting started. Here I come. Swallow blade. Take the stand again. Take it. I'm only getting started. It's over. Take it. It's over. Swallow blade. Rising wiper. First Aid! Oh. Eins von euch beiden wäre schön, wenn es verschwindet, da kann ich mich nicht aufs Heilen konzentrieren. I'm only getting started. Autschens? Dann wechsel doch und mach den anderen Platz. Wie war das nochmal mit dem Wechsel? LB. Und dann Steuerkreuz. Oder halt den Stick. Ja, das war. Ach, guck mal. Ist das eine Eule da drin? Ja. Wenn die Gruppe in einem normalen Kampf verliert und ausgelöscht wird, holst du es im selben Gebiet die HP, um die Gruppe zu retten. Du kehrst mit 0 HP ins selbe Gebiet zurück, heilst aber keine KP. Von daher ist es gut, dich in ein anderes Gebiet zurückzuziehen, um deine HP wiederherzustellen. Okay. Aber ja, das ist tatsächlich eine Eule. Du hast den Hundeschwanz erhalten. Yay! Was? Ach, die Heule hat einen Hundeschwanz! Das habe ich nicht gesehen! Venäische Eulen hausen an verborgenen Stellen im ganzen Land. Vielleicht lohnt es sich ja für Abenteurer, die sich die Mühe machen, diese aufzuspüren. Alles klar, also wenn wir Eule sehen, gucken, dass wir da vielleicht hinkommen oder sowas. Ja. Alles klar. Ich habe nur gedacht, das sieht cool aus, da so eine Feuereule da im Baum. Und dann trägt die Eule auch noch den Schwanz selbst. Wuhu! Also sind so wie die Schatzkisten von unseren Piratentypen. Ja. Ja. Okay. Looks like we get Ifrit? To sleep with a roof over. Ist der so? Ifrit. Ja, Ifrit. Könnt ihr gerne schlafen, euer Essen müsst ihr selbst zubereiten. Aber ihr hattet noch kein Kochtutorial, also könnt ihr kein Essen machen. So. Tja, schade aber auch. Dafür haben wir Pilz. Und Weizen. Ihr könnt Weizenpilze machen. Herzlichen Glückwunsch. Nennt man sowas nicht auch Bier? Nein, nein, nein. Weizenpilz ist was anderes als Weizenpilz. Also und Weizen und Pilz sind auch noch unterschiedliche Sachen. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wir sowas wie eine Pilzpizza machen können. Pilzpizza, okay. Ja, wir haben Weizen für den Teig. Mhm. Wir haben Pilze als Belag. Wir könnten auch einfach mit Pilzteigtaschen machen. Was auch nicht wirklich was anderes ist als Pilzpizza, bloß dass die Taschen anders sind. I won't forgive you. Slash, rising wyvern. Hamash, here I come. Hamash, I'm only getting rising wyvern. Here
Here, let me help. First aid! Now I can let loose. We did it! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Mädel, halt den Schlaf. Weniger reden, mehr kämpfen. Ich mag seine Anstellung. Wir waren erfolgreich! Ja! Oh, da sind die Pilze nachgewachsen. Da unten ist der Sternchen. Ich sehe es. Tauchen! Um Karpfen zu fangen, mit bloßen Händen. Okay, alles klar. Ich bin halt voll toll oder so. Das sieht nach einem Kräuterchen aus. Salbeier halt. What's this thing? What's this? Was ist das? Und die sagen einfach nichts. Der tut mir doch irgendwie sehr leid. Naja, ich hab keine Ahnung, wie viel Shion über diese Welt weiß. Eben, die sitzt da wahrscheinlich. Das ist, vermutlich essbar. Was interessiert mich das? Ich hab ein Ziel. Ein schönes Stück runtergefallen? Nein, ich bin gesprungen. Ich wollte nur gucken, ob das auch so geht. Ja, 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 das geht auch so. Sehe ich irgendwie, wie gesund wir sind? Ja, da links hast du die Lebensleisten. Okay, es hat mich nicht getötet. Ne? Genau. Nein. Es hat mich auch nicht verletzt. Nein, nein. Fallschaden gibt es nicht. Ja, ich konnte ins Wasser springen. Pfeffer. Das musste ich ausprobieren. Kein Problem. Kein Problem. Um Gottes Willen. Nein, das hätte ich auch ausprobiert. Komm ich von hier ins Wasser rein? Ja! Aber müssen die Fische nicht, obwohl hier ist nicht so viel Feuer. Nein, die Fische müssten nicht gebraten im Wasser rumschwimmen. Nee, wenn sie auch gekocht. Stimmt, gekocht. Ich glaube, denen geht es nicht mehr so gut. Sie sind ein bisschen vom Lagerfeuer entfernt, verreckt. They're all dead? How did this happen? War nicht schnell genug am Lagerfeuer. Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Nein. Ich werde oft mit dem verwechselt. Ich weiß nicht, wie das passiert. Chiron sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll hang on. Sion, do something. Nerd. It's no use. He's already dead. Damn them. They've killed so many of us, and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? Uns kochen beibringen. If I had to guess, he put it there to make sure Eren wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area.
This is what it means to fight the Rennens. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. I hate camping out. Noch mehr Steine. Ja, ich dachte mir, der müsste jetzt eigentlich wieder da sein. Nur so, wenn ich weiß, dass es den da gibt. Es schadet nicht, die Steine einzusammeln. Auf gar keinen Fall. Zwar, ich meine, sie kann jetzt schon wiederbeleben. Ja. In anderen Teilen hast du erstmal alles andere gelernt, mit wie Vergiftung heilen und sowas. Ah. Shion belebt einfach gerne Leute wieder, so. Ganz ehrlich, die Elektroschock die wieder zurück. Das, ja. Das ist eigentlich sehr logisch, dass sie das also kann. Sie ist quasi ein lebender Defibrillator, meinst ja. du? Ja. Nein, da will ich nicht hin. Ich glaube, da sollte mindestens eine zweistellige Zahl beim Level stehen. Minimum. Ich sag mal so, ich erinnere mich an das Viech, das ist ein Late-Game-Gegner. Den haben sie ganz am Anfang gestellt, aber das ist einer der stärksten von denen. Also weit im Zweistelligen. Ich hätte erstmal gesagt, vor allem brauchen wir da zwei weitere Teammitglieder für. Das auch. Da, nimm deinen Topf. Nein, lass uns den Topf. Verdammt, es hat also niemand geschafft. Tut mir leid, wenn wir etwas eher da gewesen wären, hätten wir auch versagt. Hey, ist was passiert? Das tut weh, aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Ich kümmere mich gut um die Sachen, die ihr zurückgebracht habt. Das ist das Einzige, was wir tun können, um das Opfer der Toten zu würdigen. Hey, wann kommt Papi nach Hause? Oh nein, das ist die Tochter des Mannes. Noch nicht, meine Kleine. Dein Papi ist für ein Weilchen nicht da und... Nein, lüg mich nicht an. Er ist tot, habe ich recht? Wenn Erwachsene traurig gucken und sagen, jemand ist nicht mehr da, dann meinen sie immer, dass er tot ist. Papi hat mich immer gewarnt, dass es eines Tages passieren könnte. Er hat gesagt, ich soll stark und tapfer sein. Also werde ich... Ich werde... Das ist einfach nicht richtig. Das arme Kind sollte nicht in unseren Kampf mit reingezogen werden. Lass uns Nath Bericht erstatten und uns dann auf den Kampf vorbereiten. 800 Geld und 200 FP erhalten. Ich hab Geld! Jetzt wissen wir, warum du... Emblem erworben, Eisenmaskes neuer Titel, rebellischer Funke. Drücke nur einem unperfekten Ausweich, wenn man versucht, für den Gegenangriff auszulösen. Das wird dann mal per Zufall irgendwann passieren. Erfüllst du bestimmte Voraussetzungen für einzelne Charaktere, verdienst du für sie Titel. Dies schaltet erlernte Art und Fertigkeiten frei, die das Kämpfen erleichtern. Die Freischaltbedingungen für Titel findest du in der Fertigkeiten-Matrix. Du kannst ja sonst Geld mit mächtigen Effekten von freigeschalteten Titeln erlernen, indem du Fertigkeitenpunkte investierst. Gib daher früh und häufig FP aus und die Fertigkeiten-Matrix erreichst du mit... Steuerkreuz nach rechts. Steuerkreuz rechts. Ah, dann Fertigkeitenbenachrichtigung, wenn du eine Fertigkeit erlernen willst, bla 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 x, irgendwie so wunderbar schließen. Genau, du kannst jetzt halt deine Titel sehen. Wenn du alle drumherum hast, kriegst du den in der Mitte, das wäre in dem Fall Verteidigung plus 10. Diese Sterne sind neue Arts, Sternstaub oder grauer Wind. Und das andere sind so passive Sachen. Kann man das vielleicht ein bisschen näher ranholen? Ich glaube, du kannst mit R zoomen. Draufdrücken, glaube ich. Drücken, genau. Weil so sieht man das dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Genau, du hast aktuell... Genau, Shion hat 233 FP. Shion hat da noch nichts. Was doch, da oben war eins. Genau, Shion hat den Titel Weglaufkünstlerin. Und das ist jetzt der andere, den du hast. Genau, Eisenmaske hat schon zwei. Richtig, einmal den und den da unten runter. Was ist denn... Ja. Also quasi, wenn wir Titel frei kriegen, dann hat es dann, dass die Titel nicht einfach so zum Tragen. Genau, das sind dann deine neuen Arts und so kriegst du da drüber. Okay. Das hättest du gerne. Gemini Aqua, Flammenschlag.
Oder... Da Kraft, wenn NATO wird, also je schwächer du bist, desto mehr Schaden fügst du zu. Und K.O.-Schutz kannst du dir noch nicht leisten. Ja, ich nehme das da mal. Nehm das mal mit dem. Ich laufe manchmal so mit so viel wenig HP weg, um zu gucken, dass ich eine Heilung reinkriege. Vielleicht hilft's. Nev, bist du wieder hochgegangen? You see anybody around here who can use our Neues erzählen? We can't chase after every little thing. Das war jetzt gerade. Dieser Ort hier ist unser Versteck. Wenn es hart auf hart kommt, steht uns hier zahlreiche Fluchtwege zur Verfügung, falls wir von dir fliehen müssen. Was war dieses Huhu gerade? Eine Eule. Okay. Also irgendwo in der Nähe ist eine Eule. Ja. Ich glaube, die war ganz auf dem Dach. Die habe ich auch ewig gesucht. Er muss von innen die Leitern hochklettern. Da kannst du mich doch erstmal gucken. Ach, die kann man hoch? Ja. Habe ich gar nicht beim ersten Mal gemerkt, dass man die hoch konnte. Ich habe gedacht, das wäre Ich habe es auch für ein Regal gehalten, insofern. Hi! Das hier hilft und das hier hilft, dann muss das wohl hier hin. Ich muss mich beeilen und es behandeln, bevor es ganz schlimm wird. Okay, so muss das Regal behandeln. Ja. Das ist verletzt. Hallo. Du hast Häschenohren? Die sind ja süß. Jetzt hat er den Schluck auf. Hasenohren. Hasenohren, die Unschuld ausstrahlen. Sie sind groß genug, um auch die leiseste Unterhaltung mitzuhören. Ich find's gerade sehr knuffig, dass... I'm surprised there are owls here too. Yeah, there are more of them around than I thought. Was ich sagen würde, was ich sehr süß finde, ist, dass die Eulen quasi auch die Sachen selber tragen. Mhm. Ich freue mich auf die mit den, mit der Schieberschnauze. Also, Tilsa, hast du was Neues? Viele unserer Leute wurden während des Angriffs auf die Mine verletzt. Ich mache mir Sorgen, dass uns die Medikamente ausgehen. You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal out there. Gegen? Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renan armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renan equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness, outside Ulzebek, you'll find the Fagan ruins. There's some kind of old Renan castle out there. What with it being impenetrable, I forgot. But with a Renan tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renan rags. If I were you, I'd get comfortable with Danon guards. Das wird sie nicht tun. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. Lass uns gehen. Ich brauche neue Schuhe. Wir haben schon wieder eine Plauderei. Ich habe irgendwie den Blick nach unten rechts gegeben, weil die sind sowas von unauffällig, finde ich. Ja. Also ich habe erstmal gesehen, es gibt eine neue Nebenquest. Ja. Ah ja, okay. Hey, Shu, auch. Where does your gun come from? What do you mean, where does it come from? When you're fighting, it looks like it just appears out of nowhere. Oh, that's transferal technology. When I don't need my weapon, I submerge it in empty space. And when I do, I summon it. Make sense? Not really, but it sounds pretty amazing. Huh? Well, that way you don't have to carry around any heavy weapons or worry about enemies trying to steal them, right? It's a pretty cool invention. You realize you're praising the technology of your enemies, right? So? Technology is technology. It's not good or bad in and of itself. I guess that's true.
Hat der auch. Also ich würde mir jetzt eher Gedanken drum machen, wie viel Astralenergie verbraucht das? Denn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nutzt sie die Astralenergie aus ihrem großen Kern. Und der Kern wird mit der Astralenergie gefüttert, die von den ganzen meinen Leuten da gefüttert wird. Da ist meiner gerade ausgegangen. Das heißt, im Prinzip nutzt sie von meinen Leuten betrieben und unterhalten diesen Subspace. Ja, es kann auch sein, dass sie, weil ich, ja, die Frage ist ja, sie kann ja... Na, will ich, denke nicht näher drüber nach. I'm skeptical. Du musst durch die Sandino-Schlucht gegangen sein, um hierher zu kommen, oder? Ist dort immer noch dieser Sugel? Großes Vieh, sieht aus wie ein Insekt mit Flügeln und Sensen als Arme. Wahrscheinlich, ich habe ihn mir nicht näher angeguckt. Ja, haben wir gesehen, sah ziemlich groß und noch dazu wie ein harter Brocken aus. Das muss er sein, ich kann mir nicht sicher fühlen, wenn er dort auch sein Unwesen treibt. Ich würde gern sehen, wie er bekommt, was er verdient. Zumal sich die Leute, die ihn zur Strecke bringen, über einen hüpfenden Lohn für ihre Mühen freuen dürfen, bei den Materialien, die sie erlangen. Oh ja? Ja, Sugelmaterialien wohnt Astralenergie inne. Also je stärker ein Sugel ist, desto mehr Energie enthalten seine Materialien. Damit könnten wir neue Waffen machen und hätten etwas bessere Chancen gegen die Renea, trotz unserer Astralart-Nachteile. Beim üblichen Streuner rotte ich ein paar Leute zusammen und wir holen uns die Materialien selbst. Aber so ein riesiges Biest übersteigt meine Kampfkünste zweifellos, wenn es nur einen guten Weg gäbe, es zu besiegen. Wenn du lang genug wartest, stirbt es an Altersschwäche. Jetzt ist nur die Frage, wie lange leben die? Das weiß ich nicht, aber wenn du lang genug wartest. Alright. Spricht ja nichts dagegen, dass wir uns ihn mal ansehen. Hörst du dir überhaupt selbst zu? Wir haben schon genug Sorgen, da müssen wir nicht noch zusätzliche Gefahren in Kauf nehmen. Wir wollten ihn uns ansehen. Das heißt, ich gehe einmal dahin, gucke, sag nie und gehe wieder. Eben. Deine renäische Freundin hat recht. Ich weiß, dass du stark bist, aber ich glaube, selbst du bist diesem Sugel nicht gewachsen. Ja, das ist ja nichts... Ich habe doch noch 70 Stunden Zeit oder so. Es ist ja nicht so, dass ihr ihn sofort erledigen müsst, aber wie soll ich sagen? Wenn es jemanden gibt, der eine Chance hat, dann seid ihr es irgendwann, sobald ihr euch der Herausforderung gewachsen seht. Wenn ihr so weit ist, würdet ihr es dann versuchen. Ihr könnt natürlich noch andere Leute mitbringen, die euch helfen. Klar, na klar, klingt nach einem Plan. Wir kümmern uns darum. Früher oder später. Wenn wir daran denken. Einen riesigen Sugel. Besiege Gottesanbeterin in der Sandsturmschlucht. Sandinusschlucht. Sandinusschlucht. Dann eben auch die. Jetzt darf ich aber oben raus, ja? Ja. Du musst jetzt die Treppen rauf. Das ist denn das Gebiet, das irgendwann danach noch kommt. Also hier links die Treppe hoch und dann links aus der Karte raus ist das, wo dich Nath hinschicken will.